So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und es ist ein bisschen später, als ich eigentlich wollte. Da steht drauf, öffnen erst am 21.04. Wir haben den 23.04. Abends um 9. Auf die zwei Tage kommt es mir jetzt nicht drauf an. Ihr seht das Video ein bisschen später tatsächlich, weil ich noch den Blackie Talk aufnehmen musste. Und jetzt ist es soweit. Nach einem Jahr öffne ich meine Box, um herauszufinden, was aus meinen knapp 2.300 Euro geworden ist. Mal gucken. Ich habe es ehrlich gesagt nicht nachgeguckt und ich werde im Video dazu ein bisschen live reacten. Ihr seht, der Staub ist da drauf. Das ist halt wirklich krass. Ich scherze halt nicht, wenn ich sage, ich lege das Zeug unter mein Bett. So, machen wir das mal auf und oh mein Gott. Mein Gott. Da sehe ich schon einen Zettel. Das waren Einzelkarten. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ihr seht, hier ist alles. Und ich werde das jetzt hier runterstellen und werde es nach und nach hochhalten. Und wir werden drüber reden, was so war. Aber das ist zu viel. Ich muss hier aufräumen. Ich muss hier Platz schaffen. Und starten wir direkt mal mit einem herben Loss. Times by Remastered hatte ich eingepackt. 3 Stück. 2, 3. Damals für insgesamt 578 und 97 Cent. Jetzt sind es 501 und 33. Autsch. Autschen. Das ist ein bisschen Geld weggegangen. Da hilft es auch nicht, dass ich hier mit den Mystery Boostern jeweils irgendwie so 3 Euro Batsch mich gemacht habe und insgesamt durch die 3 Stück, die ich hier drin habe, 10 Euro gut gemacht habe. Also man sieht schon, aktuell tut's weh, was wir da gemacht haben. Wirklich weh. Aber der große Schlag ins Gesicht ist immer noch Jumpstart, wo einfach von 130, 80 Euro übrig geblieben sind. So, ouch. Autsch, das tat weh. Ich habe nicht mit dem krassen Reprint davon gerechnet. Und ja, ich glaube immer noch an das Set. Irgendwann wird es wieder teuer, aber aktuell, uff, das tut weh. Aber dann noch ein Lichtblick. Ein Lichtblick. Das ist Double Masters, auch wenn es hier leider vorne einen Schlag weggekriegt hat. Das ist mittlerweile 400 Euro schwer. Ach, das neue Double Masters hat es halt ein bisschen rausgerissen, dass da jetzt ein neues kommt. Und oh ja, hier, yes. Gefolgt von knapp 4 Euro. Wertsteigerung von Zendikar Rising Set Display. Krass. Krass. Nicht. Ja. Sealed Products tun weh, auf lang zu halten. Wow. Aber noch einen guten Swanny oben drauf gelegt. Commander Legends. Auch wenn es neulich einen Reprint bekommen hat und deshalb noch höher sein könnte. Aber Commander Legends ist immer noch ein schönes Produkt. Und auch der neue Reprint von Commander Legends, Baldur's Gate, wird dem Ganzen keinen Abriss tun. Dementsprechend, ja, hier nochmal ein bisschen Money oben drauf. Dann nochmal 5 Euro gestiegen. Gavin, die Nesthüterin, Commander 21. Ja, 5 Euro mehr. Nice. Und das an, was ich weniger geglaubt habe, das ist höher gegangen. Hier haben wir 8 bis 9 Euro knapp. Ja, beide Commander-Decks ein bisschen höher gegangen. Nice. Und auch die Commander Collection Green hat so 8 bis 10 Euro Preissteigerung. Commander scheint irgendwie gut zu laufen, während Standard-Displays irgendwie nicht so geil sind. Dementsprechend, ja, Commander Collection Green nochmal so 8 bis 10 Euro. Nice. Und dann haben wir das Spellbook Chandra. Das war nur so 2 Euro. Aber auch das geht hoch, so langsam. Mal gucken, wo das irgendwann mal endet. Ja, krass. An den Challenger-Decks hat sich nicht wirklich was getan, wodurch Arkan Tempo halt hier immer noch auf demselben Preis rumdümpelt. Aber es hat sich zumindest gehalten, das ist doch schon mal was wert. Und jetzt mit Pioneer-Start, vielleicht geht es dann doch nochmal hoch. Dann kommen wir zu den Zirkulär. Wir haben erstmal Party Hard, Tread Harder. Das hat einen richtig harten Verlust von über 10 Euro. Krass. Autsch, das tat auch weh. Das war so ein schönes Set. Das ist ein so ein schönes Set. Und Zirkulär-Drops, die runtergehen im Laufe der Jahre, habe ich so noch nicht erlebt. Mal gucken, was die anderen so gemacht haben. Aber krass, auch das Zeb McKinnon hat sich knapp um 20 Euro verschlechtert. Uff, also Zirkulär-Drops hinlegen scheint nicht so der geile Move zu sein. Uff, mal gucken, was die anderen so sagen. Und auch das Happy Yagel Day. Uff, ouch, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Ist die Foil Edition, aber trotzdem ist die runter. Und wer das sehen will, by the way, das hat der gute Domme bei mir jetzt neulich auf dem Kanal aufgemacht. Ein cooles Video geworden. Aber ja, hier das ist sehr mies gewesen. Und ja, also die Singulär sind alle runtergegangen, die ich reingetan habe, um ein gutes Stück. Uff. Das tat weh, das war jetzt das Talia Beyond the Hellwald.
Uff, also das tat wir die Secret Layers richtig hart gedroppt. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Wow, übel. So, das waren die Sealed Products. Und bei den Sealed Products, ja, hier seht ihr, was ich an Plus oder Minus gemacht habe. Und dafür habe ich eine Ankündigung. Die Sealed Products werde ich alle zurück in diese Kiste tun. Und ich werde die noch ein Jahr drunter legen. Und wir gucken die in einem Jahr nochmal an. Die Einzelkarten jetzt nicht, aber die Sealed Products, das kann ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Hallo, das muss doch noch was, da muss doch noch was gehen. Dementsprechend gehen die alle genau diese Sachen ein Jahr lang jetzt wieder drunter. Mal gucken, wie die dann in zwei Jahren sind, auch mit dem Originalpreis und mit dem Preis. Mal gucken. Wir gucken uns jetzt weiter die Einzelkarten an, die ich in diese wunderschönen Briefumschläge gesetzt habe. Und gucken wir uns mal an, was wir haben. Die sind sogar noch hier richtig zugverklebt. Die zählen für jedes Video auf jeden Fall noch mit. Ihr seht ja oben, ich habe einen Cut gemacht, wo die einzelnen Sealed Products waren und wo die jetzt waren und wo die dann in zwei Jahren sein werden. Hier, die werden dabei rausgenommen. Aber in dieses Video, in die Endrechnung, kommen diese Karten mit dabei. Und oh mein Gott. Also was ich hier sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da möchte ich schon wieder ein bisschen weinen. Was haben wir hier drin? Haben wir auch noch Karten drin. Es sind auf jeden Fall noch Einzelkarten dabei. Und die Einzelkarten sind nicht so schlecht abgeschnitten. Im Vergleich zu dem Sealed Products, die halt echt hart auf die Schnauze gekriegt haben. Friedensstifterin, Selenia. Okay. Okay. Da gehen wir mal im Kurzdurchlauf durch. Und ihr werdet sehen, was sind. Wir haben hier einmal Oath of Ghouls in wahrscheinlich Excellent. Okay. Nicht schlecht. Dann haben wir einen Feldergriff. Der, okay, Demut, alles Reserved-List-Karten. Dementsprechend habe ich da hohe Hoffnungen drauf gehabt. Fork, ja. Recurring Nightmare, ja, Nightmare kann man hier wirklich sagen. Krass, Alter, das ist ja übel. Khan Silbergolem, Lotus Veil, Selenia, der dunkle Engel. Und die Friedensstifterin, das waren meine Magic-Sachen. Und dann habe ich ja aus Spaß noch was reingeworfen, so an Pokémon Bisaflor. Autsch. Einfach Autsch. Ich sag dazu nicht viel. Und wir haben noch ein Jinzo First Edition aus PSV. Ja, gut. Das immerhin. Gut. Das sind die Preise, ihr habt sie eingeblendet gesehen. Das ist jetzt mein Gesamtgewinn. Und welches Fazit nehme ich daraus mit? Fazit nehme ich daraus mit, ein Jahr lang reicht einfach nicht, um Zeug wegzulegen. Man muss Zeug wirklich, wirklich einfach wegschließen, es nicht mehr angucken und 5 bis 10 Jahre liegen lassen. Ein Jahr macht nicht viel. Wir haben die Challenge letztes Jahr gemacht im Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic Sammelhype. Und alles war teuer und alles war groß. Und jetzt sieht man mal, was passieren kann, wenn man dann auf einmal panikt. Und jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich muss die Karten alle loswerden, ich muss mein Geld wieder reinholen, dann würde ich jetzt eine Menge Geld verlieren. Und naja, das muss ich zum Glück nicht. Ich lege das weiter jetzt unter das Bett. Zumindest die anderen, hier die Sachen nicht. Und ja, dann gucken wir mal, wie das in 2 Jahren aussieht, also nächstes Jahr aussieht. Und vielleicht können wir dann ja mal positiv sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vergesst nicht, das bei den anderen Content Creators auch zu schauen, was sie gemacht haben. Die Links zu den anderen seht ihr unten in der Beschreibung und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blackseed. Ciao, ciao.